Hallo. Ich habe hier eine Liste zu stehen. Da haben wir die Länder der Erde. Und ich möchte heute einige Möglichkeiten der Formatierung zeigen, wie wir uns unsere Daten optisch ansprechend darstellen können. Wir sehen, dass in dieser Liste die Formatierung der Daten ziemlich willkürlich hier vorgenommen wurde und ziemlich durcheinander geraten ist. Wir haben hier Daten, die stehen linksbündig, dann stehen die wieder rechtsbündig. Wir können sehen, dass die Höhe der Zeilen hier völlig unterschiedlich eingestellt ist, ebenso die Spaltenbreite. Wir haben hier zum Beispiel eine Spalte, da sehen wir nicht vollständig die Zelleninhalte. Das wollen wir korrigieren. Dann haben wir hier Zellen, die sind farblich hervorgehoben und gleichzeitig haben wir hier eine viel kleinere Schriftart eingestellt als die übrige. Einige Daten sind hier fett dargestellt oder hier fett und kursiv. Ja, wir wollen diese Liste uns hier optisch etwas aufpeppen mit einigen Möglichkeiten, die uns hier die Formatierung in Excel bietet. Bevor wir die Daten formatieren, möchte ich aber dieses Tabellenblatt, das hier Starten genannt wurde, nochmal kopieren zur Sicherheit. Dazu klicken wir diesen Reiter mit rechter Maustaste an, gehen hier auf Verschieben oder Kopieren, klicken das Tabellenblatt Starten an und wichtig ist, den Haken hier jetzt bei Kopie erstellen setzen, bestätigen das und der setzt uns jetzt vor dieses Tabellenblatt die Kopie. Da sind wir dann drin und können mit der Formatierung beginnen. Wichtig ist, wenn Daten formatiert werden sollen, dann müssen wir die vorher markieren. Ich möchte hier das gesamte Tabellenblatt markieren. Dazu können wir hier oben links in dieses Kästchen klicken zwischen Spalten und Zeilenbeschriftung und haben dann hier die Markierung für das ganze Tabellenblatt. Jetzt möchte ich als erstes die Daten einheitlich linksbündig darstellen. Dazu gehen wir im Menüband hier oben auf das Register Ausrichtung. Hier haben wir die Möglichkeiten, linksbündig, zentriert oder rechtsbündig einzustellen und klicken hier bei linksbündig drauf und haben die Daten jetzt einheitlich erstmal linksbündig dargestellt. Ich möchte gerne die Rahmen, die die Daten hier umgeben, entfernen, weil wir nachher die gesamte Liste hier noch als Tabelle formatieren wollen. Da gehen wir auf das Register Schriftart. Hier haben wir die Rahmen. Wir klappen das Menü auf und gehen hier auf Kein Rahmen und entfernen den somit. Als nächstes möchten wir die Zeilenhöhe anpassen. Wenn das Tabellenblatt markiert ist, dann können wir mit dem Cursor hier auf die Zeilenbeschriftungen, auf die Nummerierung der Zeilen gehen, bis hier so ein Symbol erscheint mit Pfeil nach oben und unten. Und dann klicken wir hier zwischen die Zahlen doppelt mit linker Maustaste und Excel stellt die Zeilenhöhe jetzt automatisch gleichmäßig für alle Zeilen ein. Dasselbe machen wir jetzt mit den Spaltenbreiten. Das ist egal, wo wir hier dazwischen klicken. Irgendwo Doppelklick und Excel stellt jetzt entsprechend dem längsten Eintrag in einer Zelle die Spaltenbreite automatisch ein. Jetzt haben wir hier diese Zellen, die hier farblich gefüllt sind. Das möchte ich rückgängig machen. Wir gehen hier auf das Register Schriftart, haben dann hier die Füllfarbe, öffnen das und stellen hier ein keine Füllung.
Als nächstes legen wir die Schriftart fest. Ich möchte hier eine andere Schriftart wählen. Klappt das hier oben auf. Drücke mal ein A. Ich möchte hier Arial festlegen. Klick das an und als Schriftgröße lege ich hier die 10 einheitlich fest. Dann haben wir das soweit. Jetzt sind die Daten hier alle linksbündig ausgerichtet. Zahlen werden in Excel aber rechtsbündig dargestellt. Ich markiere die Spalten hier mit gedrückter linker Maustaste. Und wir haben hier noch eine Spalte, wo Zahlen drin stehen. Auch die möchte ich rechtsbündig formatieren. Um diese Spalte hier auch markieren zu können, gleichzeitig zu den anderen, drücken wir die Taste Steuerung, klicken jetzt die Spalte an. Dann haben wir alle drei gemeinsam hier markiert. Gehen jetzt auf das Register Ausrichtung und lassen den Text rechtsbündig ausrichten. Jetzt sehen wir aber, dass die Spaltenüberschriften hier ebenfalls unterschiedlich ausgerichtet worden sind. Deshalb klicke ich jetzt hier nochmal die Zeile an, gehe auf zentriert. Ich möchte die hier zentriert darstellen. Und zu guter Letzt können wir jetzt diese Liste, die wir haben, hier als Tabelle formatieren. Wir haben hier oben die Formatvorlagen und haben hier den Reiter als Tabelle formatieren. Das klicken wir mal an. Dann kriegen wir hier Vorlagen präsentiert. Ich suche mir hier eine aus, klicke das an und Excel erkennt jetzt automatisch den Bereich, in dem hier die Daten stehen, und wir lassen hier den Haken für Tabellenüberschriften, bestätigen das und haben jetzt aus dieser Liste eine Tabelle gemacht und sehen schon mal, dass das optisch viel besser rüberkommt als die Ausgangsliste, und es ist auch besser zu lesen, weil jede Zeile hier eine unterschiedliche Farbe erhalten hat. Ja, das sollten einige Möglichkeiten der Formatierung sein. Da kann jeder nach Herzenslust weiter experimentieren und sich ausprobieren. Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Okay.